Schüler, die bis spät in die Nacht lernen, statt ausreichend Schlaf zu halten, laufen Gefahr, am nächsten Tag schulische Probleme zu erleben. Denn eine Studie beweist, Schlafmangel ist kontraproduktiv für den Lernerfolg. Schulprobleme durch gestörten Rhythmus. Eine Langzeitstudie der University of California, die sich auf Schüler mit Schlafmangel verschiedener Jahrgänge fokussierte, kam zu dem Ergebnis, dass dieses in den letzten Schuljahren zunehmendes Problem zu Schlafrhythmusstörungen und gestörten Aufmerksamkeitsspannen führt. Aus Sicht von Andrew J. Folignes, Professor für Psychiatrie und Verhaltenswissenschaften am Terry Semel Institute of Neuroscience and Human Behavior, ist es wichtig, den Schlaf nicht wegen nächtlichem Lernen zu opfern, da sich dies kontraproduktiv auf den nachfolgenden Lernerfolg auswirken kann. Seiner Meinung nach ist es wesentlich, die Schulzeit sinnvoll zu nutzen. Außerdem rät er den Schülern dazu, einen geregelten Zeitplan zu erstellen, welcher es erleichtert, regelmäßig zu lernen. Schüler kennen Folgen von Schlafmangel. 14 Tage lang mussten 535 Schüler der 9. bis 11. Jahrgangsstufe verschiedener Hochschulen über ihre Lern- und Schlafgewohnheiten und eventuell auftretende Probleme in der Schule Notiz führen. Dabei zeigte sich, dass Schlafmangel Konzentrationsschwächen, schlechtere Testergebnisse und nicht zufriedenstellende Hausaufgaben sowie einen negativeren Lernerfolg zur Folge hatte. Schon im Vorfeld ging man davon aus, dass Schlafmangel negative Folgen für die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht hat. Überraschend für die Forscher war, dass ein Großteil der Schüler den mangelnden Schlaf mit schlechten Noten und schwachen Hausaufgaben assoziierte, obwohl dies das Gegenteil ihrer Bestrebungen sein sollte. Chronotypen entscheidend. Laut Foligny leiden Schüler, die lernen, anstatt ausreichend Schlaf zu halten, an den Folgetagen tatsächlich an schulischen Schwierigkeiten und Einschränkungen des Lernerfolgs. Es ist nicht nötig, dass die Schüler weniger lernen, um zu schlafen, vielmehr ist ein regelmäßiger Schlafrhythmus das A und O. Allerdings ist ausreichender Schlaf nur einer der vielen Faktoren, die auf die schulische Leistung Einfluss nehmen. Zu welcher Tageszeit ein Mensch am konzentrationsfähigsten ist oder bestimmte Hormone ausschüttet, hängt davon ab, welcher Chronotyp er ist. Es gibt Morgen- und Abendmenschen. Laut Kerstin Hödel-Moser von der Universität Salzburg wird unsere Lernfähigkeit somit schon bei der Geburt durch den jeweiligen Chronotyp festgelegt.